Ist da mal wieder so ein großes Haus? Oh, niemand ist euch böse, dass ihr Destiny besiegt habt. Wir wussten alle, dass er böse war. Ja, wenn dein Imperator ein maskierter Zauberer und unsterblich ist und einen wahnsinnigen Plan verfolgt, ja, merkt man schnell, dass er ein Bösewicht ist. Ja, aber es wollte keiner was dagegen tun. Weil uns geht's ja eigentlich gut. Ich habe hier ein dekadentes Haus. Ich selber bin auch dekadent. Hab Gold herumliegen, ja. Warum auch nicht, ne? Ah ja, nun gut, dann. Es ist halt so. Ja, es ist. Ja, zack, 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 zack. Okay, ja, aber auch nicht recht viel mehr als wie 2 Klumpen Gold. Ist das jetzt eigentlich dasselbe? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, klar. So. Ja, gut, weißt du was? Dann gucken wir vielleicht doch, ob wir in die Stadt reinkommen, weil das nehme ich zum Anlass, dass ich versuche, hier reinzugehen. Seile, ich verkaufe Seile, frische Seile. Wollt ihr meine Seile sehen? Ja. Ja, gut, komm, nehmen wir. Weißt du was? Dann nehmen wir auch 8 mit, dann haben wir 10. Keine Ahnung, für irgendwas werden sie sicher gut sein. Ich will da rein. Seit dem Fall von Destiny herrscht in der imperialen Stadt Chaos. Ein Herrschaftskrieg ist ausgebrochen. Ich kann euch nicht reinlassen. Ich will aber. Ich will mitkämpfen. Gut, der Typ verkauft Seile. Wie sieht das da oben aus? Wie kann ich euch helfen, junge Helden? Seid ihr Helden in Ordnung? Ohne Destiny ist mein Geschäft recht träge geworden. Ja, schauen wir mal, was du brauchst. Ach, du hast ganz viele Waffen, die ich alle nicht brauche. Das ist ja super. Eidus Schrotflinte. Ja, das brauche ich alles, wie gesagt, leider nicht, weil das so halt. Ist mir egal. So. Gut, der sagt dasselbe. Der lässt uns auch nicht rein. Gut, also offensichtlich dürfen wir wirklich nicht rein. Das ist schade. Ich dachte mir, dass wir jetzt in die imperiale Stadt rein können. Gut, hier war mal eine Brücke, aber die ist offensichtlich vor langer Zeit schon zusammengebrochen. So, Schleichangriff auf den da. Zack. So, böses Vernichten auf den da. Zieh mega Hate. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Hate ziehen gut funktioniert, weil eigentlich dürften. Nein, die greifen natürlich nicht an. Huh, das wollte ich doch gar nicht. Du kannst Destiny nicht aufhalten. Doch, können wir. Weil wir haben ihn schon lange aufgehalten, du Idiot. So, Moment, wir bleiben trotzdem noch hier. Wir gehen über diese 3 Brücken dann später. Oh, da ist ein Schiff. Sehr gut. Vielleicht können wir das kaufen, das Schiff. Das wäre natürlich super. Jetzt sehen wir uns aber erst noch hier um. Ein großer, interessanter Wald. Ja, komm, wir greifen hier einfach so an. Obwohl, nee, das ist eigentlich wahrscheinlich blöd, wenn ich das mache. Hirn! Ja, es ist definitiv blöd, was ich gerade mache. Weil dazu sind die eigentlich viel zu stark. Ah, der hat schon wieder einen extra Angriff. Okay. So, super massives Wundheilen, wunderbar. Ja, und jetzt ist er nochmal dran, dann machst du nochmal einen Schleichangriff. So, und jetzt mit der Feuerwand machen wir alle tot. Hey, 4-fach-Kill, juhu. Ist da hinten überhaupt irgendwas zu finden noch? Ich meine, am Weg geht noch zurück, also offensichtlich, okay, es war hier irgendwann mal was, aber es ist jetzt lange her, wie es aussieht. Da kommt hier irgendwas Interessantes noch zum Vorschein. Ja, ein kleiner Turm. Ein Turm. Ah, Moment. Da speichern wir. Aber das scheint hier. Oh, das scheint hier irgendwas mit Technik zu sein. Ein Staudamm? Oh mein Gott, das ist ein Staudamm. Moment. Da war ganz viel Gold, aber ich gucke zuerst hier. Oh, hier. Layer-Fehler. Aha, Layer-Fehler. Haben wir die hier auch? Layer-Fehler. Alter. Sogar sehr viele Layer-Fehler. Ja, man merkt also, gegen Ende des Spiels wurden die ein bisschen schlampig, die Burschen. Muss ich jetzt leider sagen. Gold. Gold. Oh, viel Gold. Warum liegt hier so viel Gold rum? Kann doch nicht einfach so. Warum? Oh oh. Ich habe ja das Gefühl, dass die. Alter. Ein bisschen stärker sind. Ui. Ui. Eieieiei. Ja, die sind definitiv ein bisschen stärker. Oh, ich habe einen kaputt gemacht. Oh. Super Freunde wurden besiegt. Ja. Gut. Da gehen wir erstmal nicht hoch. Ja, das ist jetzt. Ja, das war jetzt schon ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ja. Das war jetzt echt eher so, hätte ich mir nicht gedacht, nein. Aber das, was mir wirklich gefällt, dass es jetzt echt noch so viel Content gibt, ja, obwohl wir das Spiel eigentlich durchgespielt haben.
gibt es echt noch so viel zu entdecken, wo wir auch wirklich gut sein müssen. Also nicht so wie jetzt, ja. Da müssen wir wirklich dann mit Taktik spielen, also das werde ich eh nie schaffen. So. Und den da und hauen wir so und hauen wir so. Da hauen wir normal drauf, das schaffen wir schon. Nein, Nigel ist fast tot. Juhu, er ist fertig. So, sehr schön. Und dann bekommt der... Geschwindigkeit wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder? Aber komm, wir geben ihm erstmal ein bisschen Macht. Wow, voll viel Items. Cool. So, okay. Aber warum ein Staudamm? Das ist ja schon ein bisschen schräg, oder? Ein Staudamm. So. Über 7 Brücken musst du gehen. Nehmen wir den. Katsching. Sehr, oh, der ist gestorben. Das wollte ich gar nicht. Und die sind... Das wollte ich eigentlich auch nicht. Aber wenn es so kommt, dann... Naja, ist es halt so. So, 1, 2, 3. Der ist ja... Also stimmt, den haben wir ja voll gelevelt, ne? So, da speichern wir auch davor, vor dieser interessanten Stadt. Mit Turm. Geh mal, also ich kann nur in den Turm rein, okay. Ach, guck mal, ein Inn. Gibt's da was? Das Imperium ist nach dem Fall von Destiny in einen Herrschaftskrieg gefallen. Perfekte Entschuldigung, um keinen in die imperiale Stadt zu lassen. Genau. Perfekte Entschuldigung, um die Stadt nicht mappen zu müssen. Willkommen in Superflussstadt. Das Super steht für die Größe des Flusses, nicht für die Stadt. Die ist ziemlich klein, ja? Auch wenn es nur ein Fluss ist, unser Superfluss ist tief genug für Schiffe. Selbst wenn das Imperium jetzt Kopf steht, kümmert uns das nicht. Wir haben unser sonniges kleines Dorf, unseren Superfluss und jede Menge gesunden Fisch. Ich kann mit dir nicht reden. Ich will dir was kaufen. Ja, toll. Auch wenn es nur ein Fluss ist, genau, das mit dem haben wir schon gesprochen. Ich glaube, mit dem haben wir schon alle gesprochen. Wir bauen zahlungswillige Abenteuer ein Schiff. Ich hoffe, ich habe genug Kohle. Verschlossen. Hey, ich kenne euch. Ihr seid die Helden, die Destiny besiegt haben. Unsere Überragenheit eilt uns voraus. Wäre vielleicht an einem Schiff interessiert? Es hat ziemlich... wirklich lange gedauert, aber es ist endlich fertig. Wenn ihr es haben wollt, gehört es für nur 9.999,99 Golds euch. Ja, nehmen wir. Großartig, das Boot gehört euch. Frohes Segeln. Ja, wir haben ein Boot. Ja, aber ich wollte da drinnen noch alles... Was? Ach so. Seht ihr nicht, dass ich arbeite? Wenn ich vor einem Tisch herumlaufe, bedeutet das, dass ich zu tun habe. Ein Schiff ist ein handelsübliches Mittelklasse-Schiff. Es kann in tiefem Wasser segeln, ist aber nicht so nützlich wie das fliegende Schiff. Ein Muss für jeden Helden. Ja, das holen wir uns natürlich auch noch. Schiffe werden aus Holz gebaut. Ach nee. Ich hasse es, wenn man Seile nicht vom Boden aufheben kann. Ich kann mich daran erinnern, das schon mal gemacht zu haben. Warum kann ich es nicht mehr? Ja, das ist eine gute Frage. Was macht das Schiff? Ja, wir haben es gekauft. Aber erstmal nochmal kurz da raus, weil wir waren noch nicht im Pub. Müssen wir natürlich auch reingucken. Zahlt sich voll aus. Hallo! So, haben wir hier irgendwas? Wein könnte man... Nö, wir haben genügend Wein. Wir haben genügend Sushi eigentlich. Ja, dann nehmen wir 3. So, gut, das andere Zeug, ja, das passt gut. Super! Ja, schön, dann nochmal rein hier. Und dann fahren wir dann eine Runde mit unserem neuen Schiff. Das ist ja cool, jetzt haben wir ein Schiff. Gehen wir gleich zu diesem Turm da drüben. Oh, Moment, speichern. Was ist passiert? Wo bin ich? Wo ist mein Pub? Was? Nun, wir haben es zwar nicht absichtlich getan, aber wir hätten vorsichtiger sein können. Was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr hier gemacht? Habt ihr den Turm gesprengt? Wieso glitzert hier alles? Hallo? Na, gucken wir mal rein. Oh. Hallo, die Herren, was kann ich für Sie tun? Was ist das hier bitte? Warum? Warum? Warum ist hier ein Pub inmitten eines Turms? Was für ein Schlamassel. Aber wenn wir hart genug beten, wird das Spaghetti-Monster wahrscheinlich alles wieder richten. Alter. Gigamassives Wundheilen. Stärke-Segen. Stärke plus und 3 Herzen. Regenerative Kräfte und Stärke-Boni. Alter, regenerative Kräfte. Mike, du bist mein neuer Lieblingsheld.
So. Also, Giga-Wundheilen lassen wir. Supermassives, dann machen wir Giga-massives Wundheilen. So, was brauchen wir nicht? Umhauen der Kopf brauchen wir definitiv nicht. Ah, das braucht natürlich 2 TP. Entzaubern, das Ding brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber weißt du was? Neue Stärke, das machen wir weg. Und dann machen wir lieber Stärke Segen. Und dann können wir im Adel, können wir da auch noch. Ja, Geschwindigkeit ziehen. Cool. Das hat sich richtig ausgezogen. Ich weiß nicht, ne? War das eine kleine Schlägerei vielleicht hier? Ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Aber es kann natürlich sein. Vielleicht erzählt uns der, was los war. Oh Mist, ich habe mein Getränk fallen lassen. Alter, was habt ihr hier aufgeführt? Die ganze Hütte liegt in Trümmern. Aber das sind coole Zauber. Die gefallen mir. Ja, ich würde auch gerne wissen, was passiert ist. Speichern wir gleich nochmal. Jetzt haben wir zwar das ganze Gold rausgeschmissen, das wir hatten, aber komm, das ist egal. So, jetzt fahren wir mal den Fluss. Achso, da kommen wir sowieso nicht vorbei, weil da ist eine Staumauer. Schauen wir mal, wo wir überall durchkommen. Also hier runter, das ist schön. Oh! Ein kleines Hütchen. Magie. Sie kann fast alles vermiesen. Wir haben ein Experiment durchgeführt und krawumm, alles war verzerrt. Was? Was ist mit euch los? Guck mal, da mal rein. Oh, huch. Wir haben die ganze Unordnung mit Magie angestellt. Willst du was davon abhaben? Ja, es ist jetzt schön, weil jetzt haben wir natürlich kein Gold mehr für die andere Mega-Zauber. Was passiert, wenn man ein Teleportationsgerät mit Magie und Panzerband bauen will? Was? Tja. Aber wie soll ich mir jemals merken, wo wir waren und wo nicht? Zu schade, dass es keinen Zauber gibt, der das hier wieder aufräumt. Nur Zerstörungszauber. Okay, also das haben sie offensichtlich mit dem Pub gemacht. Hm. Also überall, wo es so glitzert, haben die jetzt Unordnung gesorgt. So, dann schauen wir da mal durch, weil da war ja auch noch irgendwo so ein Hütchen, so ein kleines. Da unten. Da sind noch ein paar Hütchen. Ach, guck mal. Am Strand. Ein Pub am Strand. Oh, scheiße, okay, wo kann ich hier einen saufen? Oh, was für ein Glück. Ich habe gerade angefangen, mich an diese Gegend zu gewöhnen und unser dummes Magie-Experiment hat alles versaut. Ah, okay, so ist das. Also es ist wirklich alle diese ganzen Häuser, die herumliegen, das ist durch das Magie-Experiment passiert. Ich schwöre auf mein Schwert und mein Schild, mein Haus zu rächen und denjenigen, der diese Unordnung angestellt hat, zu strafen. Ja, leider kann ich diese teuren Zauber jetzt alle nicht kaufen. Mein Wein. Weil ich nicht genug Geld habe. Also zumindest wissen wir, da unten sind die alle zu finden. Das war nicht meine Schuld und ich werde es nicht sauber machen. Ja, ist okay. So. Und da drüben noch, aber da werden wir wahrscheinlich auch Zauber bekommen, oder? Ja, es ist auch so eine Hütte. Oh, es wird Ionen dauern, das hier alles wieder aufzuräumen. Wartet's ab, bis ihr seht, was Magie drinnen angerichtet hat. Das war keine Absicht, aber es ist sauwitzig. Wirklich? Oh. Was? Ah, aha. Mein Zelt sieht von außen richtig schick aus. Ah, so, ah, verstehe. Okay, so ist das. Ja, gut, ich verstehe. Die Außenbereiche passen nicht mit den Innenbereichen zusammen. Das ist jetzt das Zelt von drüben. Okay, na gut, jetzt ist mir klar. Gut, ich merke mir einfach, da unten, da sind diese ganzen Magie-Dinger zu finden, ja. Und ich kann hier, ah, schön, ich kann hier auf hohes Meer raus, das ist toll. Das bedeutet, ich bin ja jetzt nicht mehr angewiesen darauf, dass ich mit dem Schiffchen herumkuttere. So, wo fahren wir jetzt hin? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Sollten wir hier mal wir erkunden einfach mal alles, was wir so erkunden können. Ja, hier die Eisgegend. Gibt es hier irgendwas zu finden? Irgendwelche schönen Dinge. Wir müssen jetzt ganz oft speichern, weil es kann ja oft sein, dass wir einfach irgendwo reintappen, wo wir eigentlich noch gar nicht hin sollen. Ist das zum Beispiel sowas? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist, glaube ich, sowas. Wir hätten speichern sollen. Flüchten! Na toll. Na toll. Na toll. Nein! Super. Toll, sind wir schon wieder gestorben. Okay, wir haben das Zeug da unten noch nicht gefunden. Komm, wir gehen nur mal kurz rein, dass wir es aufdecken. So. Aber wir reden mit den Leuten nicht. Wir reden mit den Leuten nicht, weil wir können es uns eh nicht leisten, ja, das ganze Zeugs. Wir gehen nur kurz rein, wie gesagt, dass wir es aufdecken.
Aber die sind alle ganz schön stark hier, muss ich sagen. So, und auch nochmal rein. So, wo fahren wir jetzt hin, dass wir irgendwo sind, wo die Gegner nicht so stark sind? Fahren wir hier mal den Fluss entlang nach oben. Düp, 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 schüp, die, düp, die, düp. Dab, 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 schüp, die, düp, die, düp. Dab, dab, die, dab, düp, die, düp, die, düp. Yeah, yeah, schüp, die, düp. Ja, ich finde die Musik eigentlich ganz angenehm. So. Ist da oben? Ist da oben was? Ist da oben was? Ist da, kann man. Nö, schade. So, schauen wir mal, was da ist. Ich speichere natürlich auch mal wieder kurz ab, ja? Speichern. Zack. So. Ist hier was? Ist nix. Das ist wahrscheinlich mega starke Zwischengegner. Oder gar keine Zwischengegner? Chocobos vielleicht. Komm, das sieht so nach Chocobo-Reich aus. Na gut, ist gar nichts da. Okay. Dann gucken wir da mal. Ach hey, das sind schon wieder die Viecher. Hier sind überall diese starken Viecher. Also das mit dem Flüchten, das funktioniert irgendwie gar nicht. Wie viel haben die eigentlich nicht Erfahrungspunkte, sondern wie viel... Ja, weiß nicht. Okay, gut, die sind mir definitiv zu stark momentan. Ja, schade, irgendwie sterben wir jetzt ganz schön oft. Ich würde sagen, dass das diese ganzen Gegenden hier momentan doch vielleicht ein bisschen zu... ja, suboptimal für mich sind. Aber, naja, hilft nichts. Wir fahren einfach mal die Weltkarte ab und schauen mal, wo wir sonst noch so hinkommen. Schön, dass wir mit dem großen Schiff auch durch die kleinen Flüsse kommen. Ich will da nicht rein, ich weiß, da drin wäre so ein Hütchen, aber da will ich nicht rein, weil ich will da erst hin, wenn ich wirklich die Gegner besiegen kann. Schauen wir mal, ob es hier vielleicht schöner ist, ja. Also wie gesagt, stelle schon mal darauf ein, dass wir jetzt sehr oft sterben, weil ich weiß natürlich nicht, wo ich jetzt hin kann und wo nicht. Das ist ganz gut, das ist schön. Eine schöne Gegend. Ist auch alles so zertrümmert hier. Ah, ein alter zertrümmerter Turm. Der gefällt mir. Speichern. Da. Rein da. Ein Sumpf. Oh mein Gott, düstere Musik. Und da kommt. Okay, da komme ich wieder raus. Weiterhin düstere Musik. Oh. Sind die? Sind die vielleicht. Ja, die sind lieber. Okay. Die könnten wir eventuell schaffen. Machen wir Arm zu Trümmerer. Schwarzer Atem. Wow. Schwarzer Atem. Gut, wobei ich das auch eher nicht so wirklich positiv sehe. Ja. Aber schauen wir mal. Vielleicht. Nö. Alter, warum sind die alle so stark? Tja. Gut, hier ist also offensichtlich auch noch kein Blumentopf zu gewinnen. Was haben wir hier so? Hier in dieser Wüstengegend. Moment, wir speichern natürlich. Speichern. Aber hier irgendwas zu. Ah, das sind wie es aussieht. Ja, endlich wieder normale Gegner, bin ich froh. Komm. Ka-ching. Vielleicht sollte man wirklich jetzt in Zukunft ein bisschen MP trainieren. So, böses Vernichten machen wir da. Hui. Und hier die Feuerwand. So, ja, ich werde dich zerfetzen, das ist okay. Gut, gigamassives Wundheilen. Das ist jetzt noch stärker, ne? Oder? Aber das haben wir haben wir das Zeug schon... Haben wir jetzt Form? Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken, ob wir jetzt die neuen Zauber schon ausgerüstet haben oder nicht. Haben wir die jetzt schon ausgerüstet? Ja. Ja. Okay. So, da unten ist nix. Oh, das sieht gefährlich aus. Aber gefährlich ist mein zweiter Vorname. Alter. Flammen. Kisten. Tote Skelette. Magische Supertränke. Boah, das sieht aber cool aus hier. Aber wahrscheinlich sind die Gegner auch voll stark, dass es nicht zu... gar nicht irgendwie zu schaffen ist. Ja, gut, sie sind definitiv nicht von der schwächeren Sorte, sagen wir mal so. Feuerwolf. Achso.
Na gut, dass ich das Eiszeugs aus mit habe. Autsch. Feuer! Wobei, bei Nigel weiß ich jetzt gar nicht, ob der das Eiszeug mit hat, ne? Komm, dann machen wir den. Also ich hoffe, dass Nigel seinen Eiszauber noch mit hat. Ja, Eismann, wunderbar. Hui, Flamm. Also nicht Flamm, sondern Klirr. So, die gehen sich jetzt wundheilen. Sehr schön. Das Gute ist, das sind wirklich dann, glaube ich, immer alle geheilt, weil das sollte ja echt viel heilen. So. Gut, und den Rest machen wir jetzt mal kurz mit physikalischen Angriffen. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt zweimal durfte, aber naja. So. Gut, Zähigkeit machen wir auf 60, ist klar. Doppelerpel. Schön. So, dann gucken wir da mal rein in diese Hütte. Aber das sind endlich Gegner, die sind auch zu schaffen. Das gefällt mir gut. Wir waren hier drinnen, ist es flammheiß.